Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Ihr wolltet sicher mal wissen, für was braucht man eigentlich so eine Lawinenschaufel? Ich kann es euch zeigen. Also, so eine Lawinenschaufel, die ist super praktisch, denn eigentlich ist so eine Lawinenschaufel nichts anderes als eine Rodel. Dazu bauen wir jetzt einfach ein bisschen den Griff rein. Das ist jetzt selber so ein Teleskopgriff, von Ortovox ist die Lawinenschaufel. Ja, und dann, meine Lieben, wird jetzt der Uli mit euch rodeln. So, ich sitze jetzt auf dem Blatt und ja! Und ab die Lawinenschaufel! Ja! Ja, ihr seht selber, es geht flott dahin mit der Lawinenschaufel. Also, wir haben wieder was gelernt, man kann auf der Lawinenschaufel auch rodeln und das mache ich jetzt weiter. So, Moment. Mal so eine Einstellung nach vorne auf den Griff. Und schon geht's dahin. So, sind wir wieder in besserem Schnee. Achtung! Sensationell! Also probiert's auch mal so einen Blödsinn aus. Das macht das Leben viel, viel lustiger. Bis dahin, Pfirting, Servus, euer Uli. Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es eine absolute Weltpremiere. Etwas, was noch nie jemand vor mir gemacht hat. Ich werde heute mit dem Jack Wolfskin Solitude Mountain Jacket, nein, die Jacke, die ich hier anhabe, rodeln. Aber nicht falsch verstehe, ich hocke mich nicht auf einen Schlitten und fahre damit runter, sondern ich werde mit dieser Jacke den Berg runterrasen. Und zwar eine richtig heftige Rodelstrecke. Und ob es das aushält, das werden wir auch gleich sehen. Wichtig ist jetzt nur bei der Jacke, ich könnte euch erzählen, dass es eine unglaublich nachhaltige Jacke ist, die aus dem Texapor Ecosphere Future Dye Stretch dreilagig gefertigt ist. Unter anderem hat der Felix Neureuther, wie ihr hier seht, sein ganzes Fachwissen in diese tolle Skijacke mit Schneefang und so weiter reinbringen lassen. Es ist blutseinfiziertes Produkt. Es ist PFC-frei, es ist 100% PFC-frei, es ist eine wirklich hochwertige Jacke, eigentlich zum Skifahren gedacht, und ich werde jetzt damit rodeln und ich zeige euch jetzt mal die Rodelstrecke. Also, da oben haben wir Heaven's Gate, das ist der Start. Ihr seht selber, wie steil das da runter geht. Da unten kommt jetzt dann der Highway to Hell. Ich muss dann hier rechts die Hades-Kurve nehmen, um die Kamelbuckel reinzukommen, da wird es mich kräftig durchschütteln. Ob ich auf meinem Hintern sitzen bleibe oder nicht, ich weiß es nicht, wie gut diese Jacke hier funktioniert zum Rodeln, das werden wir gleich sehen. Zum Skifahren ist es hervorragend, das kann ich euch sagen, aber wie sich damit rodelt, das werden wir auch noch sehen. Bitte nicht selber ausprobieren, nicht der Mama ihre Moncler-Jacke hernehmen und auch nicht den Papa seine Bogner-Jacke. Wir wissen nicht, ob das aushält, was ich hier mache, ist auf eigenes Risiko. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich weiß ja nicht, wie schnell die Jack Wolfskin-Jacke ist, deswegen nur mit Helm werde ich da runterbrettern. Es kann doch sein, dass wir unglaubliche Spitzengeschwindigkeiten erreichen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehe ich zum Start. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier im Startbereich. Hock mich hier mal drauf. So, ich mache die Brille, weil ich erwarte jetzt ziemliche Geschwindigkeiten. Okay. So, und jetzt wollen wir schauen, wie die Jack Wolfskin-Jacke sich rodelt. Auf die Plätze. Fertig. Liebe Kinderautora, das war jetzt ein wirklich wilder Ritt. Das war jetzt ein wilder Ritt, meine Lieben. Aber schaut es mir her, wirklich no fake. Nur auf der Jacke. Ja, und ihr seht selber, absolut unversehrt, kein Riss, nichts. Okay, es ist ein bisschen weiß geworden, aber sonst war nicht mehr. Also diese wirklich hervorragende, nachhaltige Jacke, das muss ich wieder sagen, mit viel Wissen vom Felix Neureuther, dem sehr erfolgreichen, bekannten deutschen ehemaligen Skifahrer, leider muss man sagen, ist wirklich unglaublich toll, hat sich sehr bewährt. Jetzt schauen wir so kurz die Details an. Ihr könnt die Mütze abzippen, hier mit 3D-Material verstärkt an den Schultern. Also ihr könnt es auch an den Rucksack tragen, wenn ihr Schneeschuhwandern geht. Das ist also hybrid einsetzbar. Ihr könnt die Kapuze mehrfach einstellen, dann hier fort ein Schild drauf, damit nichts reinschneit und reinregnet. Klar, Schneefang sowieso, der ist auch
abziehbar, also abknöpfbar in dem Fall. Ihr könnt hier auch diese Jacke mit der Hose, mit der Jack Wolfskin Hose, die ich anhabe, verbinden. Hier haben wir schöne Bündchen, damit kein Schnee in die Handschuhe reinsaust. Da könnt ihr die Liftkarte ordentlich unterbringen. Alles mit Handschuhen bedienbar und eine sehr, sehr hochwertige und gut warm gefütterte Jacke, die ich jetzt anziehe. Da habe ich auch noch Schnee herin im Innenfach. Ah ja, da ist noch was interessantes Detail. Damit könnt ihr die Brille putzen und wer in Bergnot geraten sollte, was ich nicht hoffe, da stehen ein paar lebenswichtige Tipps drinnen. Also wie gesagt, probiert es bitte nicht aus. Das war wieder eine reine Kasperei, die mir eingefallen ist. Auf jeden Fall, diese Jack Wolfskin Jacke hat sich wirklich bewährt. Zum Fahrverhalten in den Kurven hätte es ein bisschen schneller sein können. In den Gleitphasen war es sehr gut und man hat auch gemerkt in den Gleitstück, dass die Jack Wolfskin Jacke da wirklich sehr gut Speed aufgebaut hat, muss ich auch lobend erwähnen. Also wirklich sehr gut gelaufen das Ganze. Ja, ich würde sagen, unsere Kinder-Outdoor-Bewertung von 6 möglichen Kompassen, ganz klar gibt es 6 Punkte, weil mit dieser Summit-Check, mit diesem Summit-Mountain-Check bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ihr habt selber gesehen, auch ein Härtetest wie diese wilde Rodelei hält sie aus und ich mit meinen 50 Kilo habe hier nichts kaputt gemacht. Das ist alles immer noch intakt. Ein tolles Stretch-Material, also genau richtig für Wintersport. Weitere tolle Produkttests, Rodelstrecken, Tipps, wie ihr eure Schlitten herrichten könnt, damit ihr nicht mit der Jacke rodeln müsst, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns reinschaut. Macht es gut, ich wünsche euch einen schönen Winter. Pfiat, servus.